Ja, hallo Leute, willkommen zu Assassin's Creed. Genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir machen heute die Flussraubzüge, wie man sieht. Und dann tun wir mit einem Riesenherr diese Olle da beschreiten, die Folge. Aber jetzt muss ich erstmal durchlesen, was man hier eigentlich machen muss. Warte mal, Flussraubzüge. Flussraubzüge sind eine größere Herausforderung als gewöhnliche Raubzüge, bieten aber auch Chancen auf neue Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter, mit denen du deine Jumpstaking-Halle ausbauen, das Flussraubschiff verbessern oder bei Wagen kosmetische Entwürfe erwerben kannst. Aber Vorsicht, wenn du während eines Flussraubzugs stirbst, verlierst du alles, was du bei diesem Raubzug erhalten hast. Auch deinen Fortschritt. Oh. Okay. Dann machen wir erstmal das hier. Komm, lass reden. Bereit, Segel zu setzen? Ja, ich will es mir mal angucken. Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Später kannst du gerne deine eigenen Jungs-Wikinger auf diese Reise schicken. Ja, jetzt mach endlich. Jetzt machen wir einfach und dann ist gut. Da stand gerade was für ein neues Besatzungsmitglied. Schwarzbild, Schwarzbild. Ich habe ein Schwarzbild und eine 10 Euro PlayStation Guthabenkarte. Die aber schon aufgebraucht ist. Hat nicht lange behalten. Wie sie noch nie geknickt hast, sie nie noch nie geknickt hast, wie du sie noch nie geknickt hast. Knick diese Karte, wie du sie noch nie geknickt hast. Ja, Spaß ist dabei. What the fuck? Cape om, Schiff, Cape om. Kann ich irgendwas machen? Ne, ich kann nur das Schiff steuern. Na gut, dann machen wir weiter Schiff stehen hier. 1, 2, 3 und 4, dann das ist doch mach ein Bier. Wenn du deine Jumpswikinger-Halle verbessert, kannst du dort höher in die Jumpswikinger für deine Besatzung anheuern. Echt jetzt, das geht? Wo sind wir hier? Äxte. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Einen Moment bitte. Hä? Alles klar. Ja, wahrscheinlich müssen wir das Dorf da angreifen, oder? Ja, sag ich doch. Dann machen wir das einfach mal, ne? Plündern. Also, Flussraubstadt. Hätte während eines Flussraubzugs gedrückt, um nützlich zum Flussraubzug und deine Besatzung zu erfahren. Der momentane Grad an Wachsamkeit verrät dir, mit wie viel feindlichen Verstärkung du in Überfallziehen rechnen musst. Der Frachtzähler sagt dir, wie viele ausländische Güter du erbeuten hast und wie voll der Fracht deines Langschiffes ist. Du kannst außerdem die Gesundheitszustand eines jeden Besatzungsmitglieds und die Menge an Mahlzeiten, die sie bei sich haben, einsehen. Oh, das ist interessant, ne? Ah, hier sieht man es, okay. Alarmbereitschaft ist wahrscheinlich das mit der Glocke. Diese, das von 0200 ist der Frachtraum und hier sehe ich alle die, alle anderen Teile. Das ist cool. Und es gibt einen Schnellspeicher, habe ich gerade gesehen.
Hey, hast du gerade auf mich geschossen? Oh, der ist geflogen. Mahlzeit, hier ist eine Mahlzeit. Ins Haus rein, Fragezeichen? Ja. Nice, Alter. Hier ist noch eine Mahlzeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat es nicht wirklich gebracht. Holt euch Essen, Jungs. Oh. Dann lass mal machen hier. Große Mahlzeittruhe. Große Mahlzeittruhe geben dir und allen Schwimmzwinger deinen Flussraum zur Besatzung je eine Mahlzeit. Ah, Schwimmzwinger werden ihre Mahlzeit automatisch verbrauchen, wenn ihre Gesundheit angeschlagen ist. Du kannst eine deiner Mahlzeiten darauf verwenden, einen Schwimmzwinger wiederzubeleben, der im Boden ist. Allerdings musst du ihn dafür rechtzeitig erreichen. Oh. Das eine Stück. Okay, warte mal. Das hier und dann das. Hä? Funktioniert doch gar nicht. Okay, nochmal, warte mal, so und dann. Es geht nicht. Ah. Na gut, Schiff abgefackelt, gehen wir mal wieder. Nicht Schiff, Haus, Dorf. Keine Ahnung, lasst mich in Ruhe. Immerhin eine Mahlzeit. Okay, Wachsamkeit entlang des Flusses. Wenn du einen Ort überfällst, warnt der Rauch des Feuer andere Orte entlang des Flusses, die daraufhin ihre Wachsamkeit erhöhen. Mit steigender Wachsamkeit triffst du an jedem Ort auf mehr feindliche Verstärkung. Du kannst dich momentan gerade an Wachsamkeit einsehen, indem du schnell. Okay. Ja, da sehe ich es. Okay. Nur allzu wachsam sind sie ja noch nicht. Ich habe auch ein schönes Action hier. Aber wie kommt es, dass das unter keiner Karte verzeichnet ist? Das würde mich mal interessieren. Ja gut, ich kann hier drauf gehen und... Ja, das wird mir nicht angezeigt. Ja, so ist das eben. Okay, plündern wir. 4 Odin. Ja, kämpfen. Hat der einen Hammer in der Hand? Aber der denkt auch, der ist hier zum Schmieden. Oh, ich glaube, die brauchen wir nicht. Nee. Die brauchen mich überhaupt nicht, Alter. Die machen die alle alleine fertig. Naja, habe ich auch gesehen. Na gut. Ich dachte schon, ich müsste wieder rausgehen, weil manchmal ist das so verbuggt. Und warum siehst du so aus? Das war die Hammerbraut, Alter. Hier ist eine Kiste, alles klar. Oh gut, ich beschwere mich nicht. Eisenerz, nice. Ich lasse dich doch erst gar nicht losschießen, ey. Oh. Der eine Jungswikinger ist angeschlagen. Er ist down. Ah ne, er braucht Hilfe einfach nur. Okay, gut. Dann helfe ich dir mal hier. Habt ihr gar nicht gesehen, die Kiste? Thron mit ausländischer Fracht. Die Soldaten müssen Thron mit ausländischer Fracht finden. Die Ausrüstung, Waffen und ausländische Güter enthalten. Mit ausländischen Gütern kannst du die Haare auflösen. Das ist eine Flussraubschiffsweise. Okay, ja, gut. Ja, mitgenommen. Sehr gut. Schnell zurück.
Ja, ihr könnt schon mal zum Schiff gehen. Ich will noch was überprüfen. Hier gibt es sicher noch irgendwo eine Kiste oder so. Das hatte ich untersucht gehabt, dass sie vorne auch. Dass da. Naja, das ist einfach nur ein Achtung. Kann ich auch einfach mal scannen. Um es mal zu beschleunigen. Nö, okay, scheinbar ist hier nichts mehr. Der eine ist schon angeschlagen. Aber er hat noch Essen. Also alles gut. Hier kommt ein Evo. Warum auch den Weg nehmen? Wenn man einfach mal einen Rasen laufen kann. Aber das ist eigentlich ein cooler Modus, muss ich gestehen. Ich habe mir zwar echt so eine Schiffkämpfe gedacht, das ist halt so eine, wie bei Assassin's Creed Black Flag halt so ähnlich, aber dass es einfach nur so ist, dass du Dörfer und so überfallen kannst, das habe ich nicht gedacht. Na gut, gehen wir. Da vorne ist ein Dörfchen. Und da vorne ist ein Kriegsteil. Wir holen uns mal zuerst das Dorf. Weil dann haben wir Nahrung wieder und dann ist gut. Ich würde eigentlich die alle Leute jagen, aber irgendwie, das ist ja auch in Ordnung hier. Was sagt eigentlich die Alarmbereitschaft? Twice in Amgehe. Wir sind keine Plünderer. Wir sind die netten Leute. Wir wollen nur mal Milch ausleihen oder Zucker. Mehr wollen wir nicht. Nur Milch und Zucker. Ah, da haben wir nochmal Nahrung. Nice. Naja, ich mach sowas richtig. Alles mitnehmen. Alles klar. Ich würde wirklich dich kaputt machen. Oh, warum verriegelt ihr alle mal eure Türen? Hört auf damit. Hä? Hä? Die treffe ich nicht. Ach, da oben ist eine. Ach so, lol. Ach, das hier runterklettern ist immer noch so schlimm. Das ist echt komisch manchmal einfach nur. Und das hier öffnet. Dann das plündern und dann das hier aufbrechen. Ich brauche hier mal Hilfe. Kommt jetzt mal bitte wer? Gut, dann gucke ich halt nicht hin. Ich brauche Unterstützung. Junge, habt ihr noch nicht bemerkt, dass die Tür offen ist? Jetzt kommt her, verdammt! Ach, ein? Oh, ist das immer nervig. Eine Mahlzeit, super. Aber wir dürfen jetzt bei alle Jungswikinger eine Mahlzeit haben. Rennt, Leute, rennt! Die wissen jetzt, dass wir da sind.
Oh, mir tut der Hals weh gerade. Es ist halt schon eine Weile her, dass ich mal so lange hintereinander aufgenommen habe. Oder dass ich jetzt auch so viel geplodert habe. Gegnerische Verstärkung entlang des Flusses? Nee. Ah, doch, da. Fluss tut sich da in zwei Teilen, oder? Ja. Wir gehen erstmal hier weiter lang. Geht noch so ein bisschen hoch. Da vorne ist noch was. Aber gut, wir müssen ja jetzt mittlerweile genug Mahlzeiten haben. Easy angreifen! Es tut mir echt leid, dass ich gerade nicht viel rede, aber mir tut echt der Hals weh. Hilfe. Oh, juckt. Oh, ist das. Erkennt man das? Erkennt ihr, wenn ihr so ein, einfach so gerade am Zocken seid und dann so richtig unpassend einfach irgendwas anfängt zu jucken im Gesicht? Oh, das ist immer so. Aber du kannst halt gerade nicht kratzen, weil es halt. Ja, du bist halt gerade am Zocken. Und hast Kopf drauf oder was weiß ich, die Finger an der Nase. Nicht an der Nase, an den. Wie heißt das? Am Controller, so. Betäubungsschlag. Und zack. Easy. Oh. Das war eine geile Sequenz. Wie kannst du so schnell zum Speer wechseln? Gut, dann müsste jetzt hier drin sein in der Regel, oder? Nope. Hier drin ist das nicht. Dann gehe ich da gar nicht erst rein. Hä, aber da oben. Hä? Wo ist denn jetzt der Schatz? Ach, da oben. Ja, lol, wie soll man darauf kommen? Hoppa. Ah, ne, das ist nicht der Schatz, das ist ein Schatz. Ah, der Schatz da ist da hinten, ach so. Gut, dann kann ich das Ding da irgendwie öffnen? Ich wüsste schon gerne, was da drin ist. Ja, hier kann ich es öffnen, okay. Hier ist gar nichts drin. Also einfach nur Zeitverschwendung, okay. Ich komme, Kollege, ich komme. Na, na, na. Ja, gehen wir weiter. Oh, ich habe Kleeblatt bekommen. Cool, was bringt mir das? Das wird schön. Und was muss ich jetzt machen? Kann ich jetzt wieder zurück oder wie? Na, wir gehen jetzt zurück. Ja. Wir gehen jetzt zurück. Na gut, guckt euch an, die eine ist fast tot. Wird kritisch mit der. Also sage ich mal einfach zurück. Ja. Oh, mittelstark war das. Geplünderte Schauplätze für ihr gefallene Junge ging an 0. Belohnung 100. Nice. Ist aber schon irgendwie blöd, dass man alles verliert, wenn man stirbt. Aber gut, ich will es jetzt auch nicht riskieren. Wir haben jetzt ein bisschen was geholt, das reicht ja. Hm.
Flussraubzüge sind zwar schon ganz cool, aber ich habe mir echt was anderes darunter vorgestellt, als ich davon gehört habe. Lol, das Pfeifen gerade. Da kommen die Wikinger, gleiten umher durch das kleine verdunkelte Meer, immer entlang am See und ganz weit, denn der Eivor, der hat es nicht breit. Also ohne Shit, auf was für eine Idee ich in letzter Zeit komme, von Reime und alles. Das ist echt nicht mal normal. Stufen, also ja. Wenn du deinen Jungschnitt verbessert, kannst du hören. Ja, du mich auch. Bei Flussraubzügen können Klöster Bücher des Wissens. Was? Bücher des Wissens? Warum sagt man mir das nicht? Ränge des Jungsjünger Bootsmanns. Dein Bootsmann, der Jungsjünger, gewinnt an Erfahrung und steigt im Rang auf, je mehr Raubzüge du erfolgreich abschließt. Rangverteile der Jungsjünger und Jungsjünger höheren Ranges können mehr Mahlzeiten bei sich tragen und sind im Kampf geschickter. Okay, nach Refnotop, ja, kenn ich schon. Kannst du mal finden. Also, ja, kenn ich auch weiterhin mit dem Satzung. Aha! Interessant. Wenn du zu oft am selben Fluss Raubzüge durchführst, werden die Bewohner vorübergehend Verteidigungen errichten wie Flussketten und Türme. Verwundete Jomswikinger. Wenn du bei Flussraubzügen Jomswikinger, die am Boden liegen, nicht rechtzeitig wiederbelebst, werden sie so lange nicht wieder auf Raubzug gehen können, bis sie sich erholt haben. Oh. Wachsamkeit entlang des Flusses. Durch die Überfalls von Orten bei Flussraubzügen werden andere Orte am selben Fluss wachsamer und rufen Verstärkung. Ausländische Güter. Ausländische Güter können herauf noch top bei Wagen eingetauscht oder verwendet werden, die Jungsjäger gegen eine Halle und den Flussraubschiff zu verbessern. Den Frachtraum des Flussraubschiffs aus, um mehr ausländische Güter von der Flussraubzüge nach Hause bringen zu können. Okay, gut, Rest kennen wir schon. Haben wir schon gelesen. Ist nur nervig, dass es so lange lädt. Warum ist hier ein Viereck? Hä? Ich bin außerhalb der Map, Alter. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Ich komme nie wieder in die Map. Die Map ist immer daneben. Ich weigere mich, ab sofort ins Licht zu gehen. Aber warum ist hier so eine schwarze Linie, hä? Da kommt das Wikinger-Schiff vorbei, denn der Bastian liebt es sein. Ich bin so müde heute. Das ist einfach abnormal. Vielleicht zocke ich auch zu wenig. Könnte auch daran liegen, oder? Aber wir waren jetzt auf jeden Fall ein paar Minuten im Ladebildschirm. Also müssen sie noch bearbeiten, ich bin da zu lange drin. Naja gut, vielleicht liegt das auch an der Playstation oder nicht am Spiel. Oh, das dürfte sich gehen, ey, das so. Müder werden die Zuschauer hier, das sollte man lassen. ich hab heute mehr Ladebildschirm als alles andere. Na, ich bin wieder da. Das war erfrischend. Und so lohnend, wie ich es versprochen hatte, oder? Meinst du, wir haben genügend Vorräte, um etwas damit anzufangen? Was schwebt dir vor? Eine Bleibe, in der wir uns ausstrecken können. Eine Halle. Ich würde ungern Aldis und die anderen stören wollen. Du kennst Aldis? Welches? Ich habe von ihm gehört. Ihr Ruf. Wer ist das? Ah, das ist die Olle. Verstehe schon. Nun, wir haben Platz für eine Halle. Genügend Vorräte, können wir sicher etwas bauen. Okay, Vorräte wieder, Junge. Gut. Hier vorne nehme ich an, ist das dann, oder? Jungs-Wikinger-Halle. Ja, machen wir. Hab genauso viel mitgenommen. War also geplant. Ah, Spaß und Spannung mit dabei.
Da kam der Bastian und schaute rein. Ja, Alter, es ist so lang. Na, das ist doch mal nett. So, Leute, 25 Minuten. Aus der Halle geworfen und durch neue ersetzt, die du anhören kannst. Oh, lol, cool. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir eine Freude bereitet, dies hier zu spielen. Es ist zwar länger als erwartet. Ich habe nur mit so 5-6 Minuten gerechnet, aber am Ende waren es 25. Okay, davon waren wahrscheinlich 20 Minuten Ladebildschirm. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal bitte wieder rein. Und ja, haut rein, schaut rein. Bye, bye.